Eigentlich ist das Generalverdacht, weil man geht davon aus, junge Muslime sind anfälliger für Radikalisierung als alles andere. Ist das aber wahr? Willkommen bei Ach gut Pogo, dem Bewegtbild der Achse des Guten. Integration, Protokoll eines Scheiterns. Das ist der Titel des jüngsten Buches von Hamed Abdel Samad, eines der fundiertesten Islamkenner und Kritiker in Deutschland. Glaubt man den politischen Verantwortungsträgern und wohlmeinenden Medienmachern, dann ist doch eigentlich das »Wir schaffen das« der Bundeskanzlerin immer noch höchstes Gebot in Sachen Integration. Insofern wirkt solch ein Buchtitel fast wie ein Sakrileg. Doch es sind einfach nur Tatsachen und Fakten, mit denen Hamed Abdel Samad arbeitet. Wie kann es aber sein, dass dennoch so viele Studien ein so viel schöneres Bild der neuen Welt zeichnen? Das haben wir Hamed Abdel Samad zum Auftakt einer kleinen Interviewserie gefragt. Hamed Abdel Samad schaut genauer als andere auf Deutschland und seine Zuwanderer, insbesondere die aus der islamischen Welt. Wegen seiner wiederholten profunden Islamkritik kann er nur unter ständigem Polizeischutz leben. Die Bedrohung durch mordbereite Islamisten ist in Deutschland für ihn einfach zu groß. Was sagt das über den Zustand eines Landes, wenn man nach Inanspruchnahme seiner Grundrechte Polizeischutz braucht? Doch Hamed Abdel Samad geht es nicht um ihn selbst, wenn er die vermeintlichen deutschen Integrationserfolge hinterfragt. Ja, unsere aktuelle Studie aus dem Religionsmonitor zum Islam zeigt eine große Diskrepanz zwischen dem Islambild in der Bevölkerung und wie Muslime hier tatsächlich leben. Muslime sind eng mit Deutschland verbunden, sie orientieren sich an Grundwerten. Das heißt, sie sind schon längst in Deutschland zu Hause. Erstens muss man sich fragen, wer macht mit bei solchen Studien? Alles Befragender und alles Befragter. Wenn beide Muslime sind und beide bestimmte Absichten das Bild beschönigen wollen, wenn man die Reihenfolge der Fragen irgendwie manipuliert, indem ich zuerst den jungen Moslem frage, hast du das Gefühl, dass deine Werte in Deutschland akzeptiert sind? Und dann die nächste Frage danach, akzeptierst du deutsche Werte? Er verneint die erste, meine islamischen Werte werden hier nicht respektiert. Dann kann er nicht in der nächsten Frage sagen, ich lehne deutsche Werte ab. Die Integration der Muslime in Deutschland macht deutliche Fortschritte. Das zeigt der aktuelle Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung. Wie bei der übrigen Bevölkerung arbeiten 60% der Muslime in Vollzeit, wenn auch immer noch in eher niedrigen beruflichen Positionen. Somit integrieren sich Muslime zunehmend und tragen mit ihrer Religion und Kultur zur Vielfalt in Deutschland bei. Die Studie ist unwissenschaftlich deshalb, wenn eine Studie behauptet, die Muslime sind so erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt integriert, obwohl wenige Monate davor die Statistiken der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht wurde und man weiß, dass 43% alle Arbeitslosen in Deutschland Migrationshintergrund haben und beinahe 53% aller Menschen, die Sozialhilfe empfingen, das heißt die Aufstocker noch dazu, auch Migrationshintergrund haben, dann kann kein Mensch kommen und sagen, das ist fast das Gleiche. Yasmin El-Menouar von der Bertelsmann Stiftung ist jetzt in Berlin zugeschaltet. Hallo nach Berlin. Hallo. Ja, Sie haben an der Studie mitgearbeitet. Muslime sind nach Ihrem Ergebnis in Deutschland immer besser integriert. Hat Sie das überrascht? Eigentlich hat mich das nicht überrascht. Das war zu erwarten, das wissen wir schon länger. Nein, ich halte nicht viel von solchen Studien. Ich gehe in die Tiefe, ich führe Interviews, ich frage die Leute über alle Belange. Nicht nur, fühlst du dich wohl, kommst du mit dem Wetter klar? Das sind keine Kriterien, damit jemand sich in Deutschland integriert. Sondern da muss man schon in die Details gehen. Wenn man von deutschen Werten spricht, dann muss ich sagen, ist es okay für dich, wenn deine Tochter vor der Ehe Sex hat? Ist es okay für dich, wenn ein Journalist den Propheten kritisiert oder ihn zeichnet? Das ist ein Härtetest für die Werte. Das stört Sie, dass wir sagen, mehr Ehe ist ein Gebot in der Religion?
Das stört sie. Aber dass jeder Politiker, nicht jeder, Entschuldigung, da darf man nicht verallgemeinern, dass viele Politiker, der hat eine Freundin und fünf Freundinnen, das ist kein Problem. Aber hauptsächlich nicht mehr Ehe. Sag, ich habe 7 Freundinnen, kein Problem. Aber sag nicht, ich habe 4 Frauen. Das geht nicht. Die Details, Meinungsfreiheit, persönliche Freiheit, und das findet kaum statt. Stattdessen schaue ich mich erstmal um. Erstmal die Statistiken von Arbeitsagentur von Arbeit sprechen eine deutliche Sprache. Klare Defizite für bestimmte Gruppen. Und wenn wir von Menschen mit Migrationshintergrund sprechen, dann ist es mehrheitlich Türkeistimmige und Arabischstimmige, die auch die höchsten Defizite haben. Wenn ich die Bildungsdaten sehe, dann stelle ich fest, eine Bildungslücke von 10% zwischen Arabisch-Türkischstimmigen und der deutschen Bevölkerung und sogar viel, viel mehr zu den Vietnamesen, die auch aus ärmerlichen Familien kommen, die aus ärmerlichen Verhältnissen kommen, die auch aus bildungsfernen Familien kommen und trotzdem auch für sie Bildung eine hohe Bedeutung für die Kinder hat und sie sind viel besser integriert. Doch immer mehr Zuwanderer richten sich mit ihren Nachkommen in einer Parallelwelt ein, in der die Herkunftskultur bestimmend ist. Wie viele Erdogan-Anhänger haben wir überhaupt? Warum hat die Zahl sich immer verdoppelt und verdreifacht in den letzten Jahren? Sind das ein Zeichen einer gelungenen Integration, dass unser Bildungssystem Erdogan-Anhänger produziert? Menschen, die hier in der Freiheit und in der Demokratie sozialisiert sind, aber einem System zu jubeln, das gerade Freiheiten und Demokratie abschafft. Das wird sogar noch gefördert. Grundkurs Deutsch für Imame. Für Imame, die die türkische Religionsbehörde an Moscheen in Deutschland entsendet. Durchgeführt vom Goethe-Institut. Und wir erfahren, an der Ausbildung der Imame für Deutschland ist der deutsche Steuerzahler mitbeteiligt. Das Auswärtige Amt übernimmt 40% der Kosten für die Sprachkurse. Sprachkurse für Imame, von denen man sich Integration erhofft. Dass eine Minderheit hier sich beschwert, dass sie nicht alles deutsch akzeptiert wird, aber einem Diktator zujubelt, der Minderheiten im eigenen Land unterdrückt, der Oppositionelle und Journalisten unterdrückt, die für die Todesstrafe in der Türkei plädieren. Sind das Zeichen einer gelungenen Integration? Sind das Zeichen einer gelungenen Integration, wenn wir erfahren, dass die Zahl der Salafisten in den letzten 5 Jahren sich verdoppelt hat, dass die Zahl der Gefährder allein im letzten Jahr sich verdreifacht hat? Wo bitte ist diese gelungene Integration? Ist es nur ein Bauchgefühl oder ist es eine Wunschrealität, die wir hier schaffen wollen? Nein, die Integration von Muslimen ist gescheitert, alles kollektiv. Natürlich gibt es einzelne Muslime, die sich hier erfolgreich integriert haben. Aber sie haben das ohne Integrationskurse, sie haben das ohne Integrationsindustrie, sie haben das ohne Institutionalisierung des politischen Islam, sie haben das ohne Islamverbände geschafft. Das war eine einzelne Leistung und das sind Sonderfälle, alles kollektiv. Sind Muslime in Deutschland gescheitert. Eine Ursache ist die Verbreitung einer Islamideologie, die die Überlegenheit der Muslime preist und letztlich die Unterwerfung der Ungläubigen predigt. Der Beweis dafür ist, dass wir Entradikalisierung und Deradikalisierungsprogramme und Präventionsmaßnahmen gegen Radikalisierung nicht in Bezug auf Vietnamesen oder Italiener, sondern immer in Bezug auf Muslime. Eigentlich ist das Generalverdacht, weil man geht davon aus, junge Muslime sind anfälliger für Radikalisierung als alles andere. Ist das aber wahr? Das ist kein Generalverdacht, das ist eigentlich ein Urteil, das ist kein Vorurteil, das ist ein richtiges Urteil, weil die Statistiken belegen das. Und in der Tat werden die Statistiken beschönigt durch andere Migranten, die integrierter sind, was die Identifikation mit Deutschland angeht, was Vermischung
mit Deutschland angeht. Aber die Studien machen auch einen ganz anderen fiesen Trick. Zum Beispiel sagt man, wie die Vermischung stattfindet. Wenn Aisha aus Anatolien kommt und heiratet Hassan aus Neukölln, ist das schon für die Statistiken eine Vermischung der Kulturen. Denn eine Türkin hat jetzt einen Deutschen geheiratet. Sofern Hassan den deutschen Pass hat. Sofern er den deutschen Pass hat. Und das taucht wirklich in den Statistiken auf. Statistiken sorgen so trotz klarer Zahlen für Verwirrung. Hamed Abdel-Samads Buch zeigt, wo relativiert und uminterpretiert wird, denn es ist derzeit nicht leicht, jede Zahl richtig einzuordnen. Nun ist es amtlich. Die Flüchtlingswelle hat Deutschland einen Anstieg der Kriminalität beschert. Zwischen 2014 und 2016 stieg die Zahl polizeilich registrierter Gewalttaten um 10,4%. Zu 92% ist dieser Anstieg Flüchtlingen anzurechnen. Zu dem Ergebnis kommt eine Forschungsgruppe im Auftrag des Familienministeriums. Kriegsflüchtlinge mit Bleibeperspektive etwa aus Syrien, Irak oder Afghanistan fallen selten auf. Wirtschaftlich motivierte Flüchtlinge etwa aus Marokko, Algerien und Tunesien dagegen besonders oft. Auch weil sie vor allem junge Männer sind, also zu der Gruppe Menschen gehören, die überall auf der Welt die meisten Straftaten begeht. Und so macht man genauso wie bei Kriminalität. Dass man sagt, Ausländerkriminalität gleicht sich aus, ist nicht viel mehr als Deutsche. Aber wie viele bei den Deutschen haben den Migrationshintergrund, das darf die Polizei überhaupt nicht rausrücken. Das taucht nicht in den Statistiken auf, taucht nicht in den Statistiken über Gefängnisinsassen und so weiter und so fort. Frauenhäuser, die überfüllt sind von muslimischen Frauen, die geflüchtet sind aus ihren Familien. Sofern sie den deutschen Pass haben, dann sagt man, ja, genauso viele Ausländer wie Deutsche dort. Aber die Deutsche heißen auch Fatima und Zainab und Aisha. Dann darf man aber nicht das sagen. Das Deutsch ist Deutsch und Ausländer ist Ausländer. Und die Frage entscheidet sich anpassen. Und so ist bei jeder Integrationserfolgsmeldung immer auch ein gesundes Misstrauen und detailliertes Hinterfragen angebracht. Deutschland wird immer sicherer. Das geht aus den Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik hervor. Heute stellen Bundesinnenminister Horst Seehofer und Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht die Zahlen für das Jahr 2017 vor. Allerdings ist die Kriminalität auch zurückgegangen, weil weniger Zuwanderer gekommen sind. Weniger Straftaten wie illegale Einreise oder unerlaubter Aufenthalt sind alleine für ungefähr die Hälfte des Rückgangs verantwortlich. Man muss sich am Ende fragen, wen lügt man an und warum? Also was hilft uns, wenn wir die Statistiken beschönigen? Dann verschwinden die Probleme irgendwann von alleine? Nein, sie werden immer mehr. Und die Tatsache, dass wir die Realität ignorieren, bedeutet nicht, dass die Konsequenzen der ignorierten Realität auch verschwinden. Nein, diese Konsequenzen bleiben und wachsen schneller als die Kapazität, sie zu lösen. Und das ist nicht in unserem Interesse, als Gesamtgesellschaft, als Deutsche. Es ist nicht im Interesse der Muslime selbst, dass man mit diesen Statistiken immer beweist, dass das alles okay ist. Aber für viele Muslime ist es offensichtlich, das Gesichtswahren ist viel wichtiger, alles Probleme zu lösen. Und deshalb reagieren sie so vehement und so beleidigt auf Fakten, nicht auf Ich habe ja nichts außerhalb der Fakten irgendwie genannt. Die Realität, die auch viele auf der Straße schon sehen, an Schulen sehen, wäre die Integration gelungen, hätten wir diese Misere an deutschen Schulen, dass das Wort Deutsch und das Wort Jude mittlerweile als Schimpfwörter an deutschen Schulen gelten. Von welcher gelungenen Integration halluzinieren denn diejenigen, die solche Studien dann durchführen? Das war Ach gut Pogo mit einem Teil der Interviewserie mit Hamed Abdel-Samad. Die Fortsetzung sehen Sie bald hier. In dieser Serie wird es am Ende auch um die Frage gehen, wie die Integration denn zu schaffen sei. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Am besten, Sie abonnieren unseren YouTube-Kanal und Förderer sind uns natürlich jederzeit willkommen.